Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, Leute. Wieder ein kleines bisschen zu spät heute. Wir bitten das zu entschuldigen, aber wir sind da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Uwe und Uwe ist 45 Jahre alt. So ist es, ne? Ja, so ist es. Hallo Uwe, guten Morgen. Gute Nacht, Jürgen. Ja, gute Nacht. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ja, meine Frau ist am 8.12. verstorben. Am 8.12.? Ja, mit 45 Jahren. Mhm. Ist sie plötzlich verstorben? Nein, sie hatte Diabetes gehabt. Ja. Ist aber da trotzdem plötzlich verstorben. Also, ist eine heimtückische Krankheit. Ja. Mit Folgeerscheinungen. Ja. Wie lange war sie schon erkrankt gewesen? Seit dem 17. Lebensjahr. Seit dem 17. Lebensjahr. Ja, ist auch eine längere Zeit schon. Ja. Und wie schwer war die Krankheit am Ende ihres Lebens? Ja, sie hatte also eine Lungenentzündung bekommen. Mhm. Und dann ist der Blutzucker auf ca. 350 hochgegangen. Das ist also ein sehr hoher Wert für einen Diabetiker. Ja. Da haben sich die Bakterien komplett im Körper ausgebreitet, dass keine Antibiotika mehr geholfen haben. Mhm. Ist mit Notarzt in die Klinik gekommen, ja. Hat akutes Nierenversagen bekommen erstmal. Ja. Und das Herz wurde immer schwächer, so dass man die Nieren nicht durch eine Dialyse ersetzen konnte. Hatte sie einen langen Kampf? Sie hatte einen sehr langen Kampf, ein paar Tage lang. Ein paar Tage. War sie während dieser Zeit bei Bewusstsein? Nein, sie war im Koma, im diabetischen Koma. Sie ist ins Koma versetzt worden, dass sie sie nicht leiden brauchte. Ja, das heißt, als sie zu Hause abgeholt wurde, war sie noch bei Bewusstsein? Da war sie noch bei Bewusstsein, ja. Habt ihr da noch gesprochen? Da haben wir noch gesprochen, ja. Sie hat noch gesagt, sie wollen nicht ins Krankenhaus. Weil sie ekelt sich vor Krankenhäusern eben. Weil sie da schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Ja. Du sagst, der Auslöser war jetzt diese akute Lungenentzündung. Ja. Wie ging es ihr so die letzten Monate oder die letzten Jahre? Hatte sie die Diabetes so einigermaßen im Griff? Oder gab es? Sie hatte sie immer im Griff. Die Blutzuckerwerte, alles hat gestimmt. Sie ist regelmäßig zum Arzt gegangen, zu ihren Untersuchungen. Alles hat gestimmt immer. Deshalb bekomme ich das nicht in den Kopf rein, was da passiert ist. Am 8.12., das ist ja nun ganz gerade mal eben. Ja. Die Beerdigung war schon. Nein, die kommt nächste Woche. Sie ist heute, also jetzt eingeäschert worden. Ach so. Die Beerdigung ist nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Wie lange wart ihr zusammen, ihr beiden? 20 Jahre. 20 Jahre. Ja, auch eine lange Zeit schon. Sehr lange Zeit, ja. Frau war 45 Jahre alt, sagtest du gerade? Ja, viel zu jung. Natürlich, natürlich. Wie war eure Ehe? Wie war eure Zeit? Die war sehr gut. Ja, wir haben uns also sehr geliebt. Darauf habe ich natürlich einen Suizidversuch gemacht. Nachdem sie verstorben war? Ja, habe also ihr restliches Insulin gespritzt. Das hast du gemacht bei dir? Ja, nur war das der glückliche Auslöser. Meine Schwiegereltern, die im selben Block wohnen, haben also einen Zweitschlüssel von meiner Wohnung, haben mich also aufgefunden, haben direkt den Notarzt gerufen. Ja. Der hat also direkt Glukose gespritzt. Ja, das heißt, der hat gleich kapiert, was du gemacht hast? Ja, sofort. Gibt es da Folgeschäden? Kann man da Sorge, muss man Sorge haben, dass du irgendwelche organischen Schäden davon trägst? Nein, das nicht. Nein, ich wurde früh genug gefunden noch. Wie war das, als du das gespritzt hast? Bist du da ohnmächtig geworden? Oder wie? Ja, mein Körper fing also an zu zittern. Man unterzuckert ja, auch als gesunder Mensch. Der Blutzucker, wenn der unter 50 fällt, also fällt man also auch ins Koma. Ja. Deine Frau war sehr erkrankt, dennoch, sagst du, hatte sie die Krankheit im Griff. Ja. Habt ihr denn trotzdem mal über den Tod gesprochen, wie das wäre, wenn einer stirbt oder wenn sie vielleicht doch aufgrund der Erkrankung vielleicht früher versterben würde? Habt ihr darüber gesprochen? Da haben wir nicht drüber gesprochen, das ist es nämlich. Niemals? Niemals. Jetzt kann ich auch schon tagelang nicht mehr schlafen. Ja.
morgen soll ich zum Hausarzt gehen. Sehr wahrscheinlich dann in psychologische Behandlung auch noch zusätzlich. Als du aufgewacht bist nach deinem Selbsttötungsversuch, was hast du da gedacht? Da habe ich gedacht, wo bin ich auf einmal hier? Mhm. Ich wusste überhaupt nicht mehr, dass ich überhaupt im Krankenhaus war. Als du es dann realisiert hast, dass man dich gerettet hat, wie war dir da zumute? Hast du gedacht, Gott sei Dank, oder hast du gedacht, hätten sie mich doch bloß nicht gefunden? Ich habe gedacht, wenn sie mich nicht gefunden hätte, wäre für mich das Beste gewesen, dass ich dann wieder bei meiner Frau vereint bin. Mhm. Du bist aber eigentlich ein gesunder Mann. Ja. Ja. Ich glaube, dass der Schmerz unermesslich ist, wenn man so lange mit jemandem zusammen war und dann auch so kalt erwischt wird von dem Schicksal, wenn ihr euch ja auch habt gar nicht vorbereiten können darauf. Nein, wir haben noch in Zukunft geredet, was wir alles machen. Nun ist das natürlich auch alles besonders schlimm, auch noch in Anbetracht dessen, dass nun Weihnachten vor der Tür steht. Ja. Wie habt ihr Weihnachten sonst immer verbracht? Immer mit den Schwiegereltern zusammen. Mhm. Haben wir immer gefeiert mit der Familie dann. Das heißt, da wirst du dieses Jahr dann auch hingehen? Ja, da gehe ich auch hin, ja. Ich finde das so nachvollziehbar, Uwe. Ja. Wenn man vielleicht im Affekt heraus dann so etwas tut, was du getan hast. Ja. Wenn man jemanden so sehr liebt und wenn dieser dann stirbt und plötzlich weg ist, glaube ich, macht sich eine unendliche Leere in einem breit und man stürzt und man hat gar keine Vorstellung von irgendeiner Zukunft noch, von gar nichts. Auch die Wohnung, die kommt mir so fremd vor. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube ja immer, wenn man sich dann weiter Gedanken macht, dass man sein eigenes gesundes Leben nicht wegschmeißen darf. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich habe keinen religiösen Hintergrund, aber ich glaube, dass es nicht richtig ist. Und ich glaube, dass man auch nicht im Sinne des Verstorbenen handelt. Ja. Ich bin hundertprozentig sicher, dass deine Frau das nicht würde wollen. Ich glaube, dass deine Frau, wenn sie dir jetzt ein Zeichen geben könnte, würde sie sagen, du musst mit dem Schmerz fertig werden und das wird sicher sehr lange dauern, aber du musst leben. Und ich wünsche, dass du noch schöne Jahre in deinem Leben haben wirst, weil deine Frau dich ja geliebt hat. Ja, sie war so lebensfreudig. Ja. Sie wird bestimmt nicht irgendwo da oben sitzen und sich wünschen, dass du dir das Leben nimmst. Niemals. Niemals. Ja, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass man sich das so denken muss. Wenn auch das sehr schwer ist, das gebe ich zu. Und vielleicht auch nur für eine kurze Zeit einen gewissen Trost vermittelt. Ja. Aber ich glaube, letztendlich ist das der richtige Gedanke. Und vor allen Dingen ist wichtig, finde ich jetzt auch für dich, dass du nicht alleine bist. Du hast gerade von der Familie gesprochen, da sind Menschen um dich herum, mit denen du sprechen kannst auch, und also deine Schwiegereltern zum Beispiel. Die sind ja auch noch selber krank, ja. Meine Schwiegermutter war so vor kurzem auch noch im Krankenhaus mit einer schweren Operation da. Das sind in der Blase operiert worden. Ah ja, das sind ja auch schon ältere Leute dann. Ja, ja. Über 70. Mhm. Gibt es denn sonst noch Freunde oder einen guten Freund oder andere Verwandte? Ja, es gibt noch einen Schwager, gibt es noch, eine Schwägerin gibt es noch. Mhm. Die halten natürlich auch voll dazu mir, ja. Ja. Die sind natürlich auch total fertig. Hast du jetzt eine besondere Angst vor der Beisetzung nächste Woche? Ja, habe ich. Das glaube ich, ja. Da ich das nicht überstehe da. Ich weiß nicht, hat man dich nach dem Selbsttötungsversuch psychologisch, psychiatrisch etwas behandelt? Also hast du mit einem Psychologen gesprochen oder mit einem Psychiater? Mit einem Neurologen habe ich geredet. Ich finde es ja auch absolut legitim, wenn man in solchen traumatischen Zuständen ist, dass man dann ein Medikament verabreicht bekommt von einem Arzt, dass man das ein bisschen besser alles ertragen kann, gerade in der akuten Zeit. Das finde ich völlig legitim. Früher sagte man immer, das muss man alles aushalten und keine Medikamente. Das finde ich blödsinnig. Ich habe also nichts bekommen an Medikamenten. Ich möchte jetzt, dass du mit meiner Psychologin sprichst, die sich da auch sehr gut auskennt, dir vielleicht einige Ratschläge geben kann, auch wohin du dich wenden solltest. Ja. Ich kann dir von meiner Seite nur obwohl wir uns nicht kennen, aber ich erahne das, mein tiefes Mitgefühl aussprechen. Danke, Jürgen.
und versuch das so zu sehen, was deine Frau gerne würde wollen, wie sie gerne möchte, dass du lebst. Ich glaube, dass einem das immer und immer wieder hilft, auch in der größten Not und im größten Unglück noch einen Weg zu finden. Ja, danke, Jürgen. Ja. Jetzt lest du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an, Uwe. Ja, ist noch. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Martin. Martin ist 29. Hallo Martin. Ja, hallo. Hallo Martin. Ja, deine Redaktion hat mir gesagt, so ein Thema vorgeschlagen, was es eigentlich so trifft, und das heißt verliebt in eine Domina. Aber ich glaube, dass meine Redaktion dir nicht vorgeschlagen hat, sondern dass du mit dem Thema ja angerufen hast. Ja, genau. Ja. Aber dahinter steht die ganze, die Liebe halt, da ich die Liebe zu einer Frau suche. Ja. Also ich bin 29 Jahre, wie du sagtest, hatte bisher 2 Beziehungen, die hat 4-mal eine Woche gedauert, also ist immer wieder unterbrochen worden. Diese Dame wurde halt mehrfach vergewaltigt, konnte keine Beziehung eingehen. Mhm. Die andere Beziehung hat 2 Monate gehalten. Ja, und jetzt... Jetzt bist du verliebt in den Domina. Ja, aber nicht in die Schläge oder in die, ich sag mal, die Fassade, die davor steht, sondern in den Menschen, der dahinter steht. Ja. Aha, also wir müssen erst ein bisschen aufdröseln. Ja. Du stehst also grundsätzlich auf SM-Sex? Ich stehe auf Latex, Lack und Leder mit Rollenspielen, Verbalerotik, sowas in der Art. Ja. Und du bist dann gerne in welcher Rolle? Das wechselt, also so switchen, das ist ganz, finde ich ganz schön. Das ist natürlich bei einer Domina nicht ganz immer so angebracht. Ja. Da bist du ja eher dann immer in der devoten Rolle. Ja, bei einer Domina schon. Ja, bloß. Genau. Also ich hatte bisher noch nie so Domina-Erfahrungen. Also es hat sich auch auf so einer Party ergeben. Ja, darauf will ich jetzt hinaus. Mhm. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass du diese Domina aufgesucht hast und hast sie da kennengelernt. So war es gar nicht. Nee, also ich bin nach Bochum auf eine Party gefahren und dort konnte man, das war 27.11., glaube ich, bin mir jetzt nicht so sicher, hat man an einer Verlosung teilgenommen und konnte so eine Domina-Stunde, eine Stunde halt. Ach guck, ja. Was für eine schöne Verlosung. Ja, ja. Und da war wohl Schneechaos hier in NRW, das war, glaube ich, das Wochenende. Ja. Ja, und das sollte dann eine Stunde dauern, das hat dann 4 Stunden gedauert. Also du hast das gewonnen, du hast das gewonnen. Wurde halt zugelost. Also ja? Eine Stunde bei der Domina. Ja, eine Stunde bei der Domina. Wo gibt's denn so eine Lotterie? Nicht eine Lotterie, das war so eine private SM-Fetischparty. Ach so. Wo jeder hingehen kann, muss halt den Eintritt dafür bezahlen. Verstehe, und da gab es so eine Tombola oder sowas, so in der Richtung. Die wurde einfach so gezogen. Also. Ja. So, dann hast du das gewonnen. Ja. Dann bist du zu ihr hingegangen. Noch am gleichen Abend? Nee. Dann saß sie direkt daneben. Ach so. Das war so vereinbart und dann haben wir uns unterhalten, was ich denn gerne mag, was ich nicht so gerne mag. Ja. Ja. Und dann begann halt die Session. Ja. Noch am gleichen Abend, genau. In den Räumlichkeiten dort? Ja, da gibt es verschiedene Räumlichkeiten, genau. Ein Separé oder so? Bitte nochmal? Ein Separé, ein extra Raum. Genau. Konnte man die Tür zumachen, dass das keiner mitbekommt. Und was hat die Domina da mit dir gemacht? Ein bisschen geknotet, also gefesselt. Ja. Dann haben wir so ein bisschen, habe ich so ein bisschen widerspenstig gegeben, weil ich das ganz gerne mag. Und ja. Ja, dann haben wir letztendlich, habe ich sie auch so ein bisschen, bin ich ihr sehr nahe gekommen, insofern, dass ich sie auch so ein bisschen geschubst habe. Dann hat sie so ein bisschen gelacht, aber nicht so vielleicht in der Rolle drin, sondern eher... Wobei, man sollte ja nie eine Domina schubsen. Das weiß ich. Das ist ganz schon heilige Regel, dass man das nicht tun soll. Okay, du hast es gemacht. Sie hat geschmunzelt dabei. Ja, hat geschmunzelt. Und so habt ihr euch beiden ganz gut vergnügt die ganze Zeit. Und zwar länger noch als geplant. Als geplant, genau. Und da hat es bei dir schon irgendwie Klick gemacht? Nee, danach eigentlich viel danach. Mehr. Weil danach saßen wir noch eine Stunde an da gibt es so eine Bar, da kann man kostenlos Getränke zu sich nehmen. Und da haben wir uns dann noch privat unterhalten, was sie halt, sie hat halt auch den gleichen Beruf. Ich bin jetzt nicht Domino, sondern Erzieher vom Beruf, ja. Und sie ist halt auch Erzieherin und hat Tiere und ähnliche Hobbys. Ja. Ja, und das also im Prinzip eine ganz normale Frau. Ja, genau. Kein Mensch würde wahrscheinlich von außen sagen oder erahnen, in welcher zweiten Welt sie manchmal lebt. Mhm. Ne? Mhm.
sie hat Tiere, sie ist Erzieherin, ist eine ganz nette, harmlose Frau vielleicht. Aber sie ist dann eben auch Domina. Ja. So, du bist auch Erzieher. Ich bin auch Erzieher, ja. Und dann habt ihr euch so ein bisschen beschnuppert und hast du gemerkt, Mensch, die ist ja eigentlich als Frau klasse. Ja, die würde ich gerne kennenlernen, so als Mensch. Ja? So, nun könnte man ja spontan sagen, was spricht dagegen? Du hast sie da nur auch schon einmal kennengelernt. Wann? Ende November, ne? Sagst du, war das. Ja. Habt ihr euch irgendwie die Telefonnummern ausgetauscht? Ich wusste, wo, in welchem Studio sie halt arbeitet. Das habe ich dann halt rausgefunden. Ja. Hab ihr dann einen Brief persönlich, beziehungsweise erst ihrer Arbeitskollegin überreicht. Und dann sagte sie so, komm doch noch hoch. Und dann haben wir uns da noch 20 Minuten sehr, sehr nett unterhalten. Mhm. Also auch privat. Und an diesem Tag, da ging es ja auch nicht gut. Und ich habe dann so ein bisschen gesagt, du bist ja eigentlich nicht nur so die Harte, sondern auch hast auch andere Charakter an dir. Mhm. Ja, und dann hat sie so, ja, das stimmt ja gar nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, morgen, wenn du dann, sie ist halt Reiterin, die hat halt auch Pferde, ja, wenn du dann morgen bei deinen Pferden bist, ja, dann denkst du mal darüber nach, was ich da gesagt habe. Und dann hat sie losgelächelt und hat dem zugestimmt halt. Und das so, war halt. Was ist denn nun bis heute passiert? Habt ihr euch nochmal privat getroffen? Leider nicht. Warum nicht? Bisher keine Antwort von ihr kommt auf diesen Brief. Ah, ja. Ob sie überhaupt, ich möchte halt, ich habe so grob geschrieben, da ich ihre Tiere gerne kennenlernen würde, sie halt auch kennenlernen würde. Ja, und da kommt halt nichts. Es kommt nichts. Weißt du denn überhaupt irgendwas Näheres über sie? Ist sie, kann ja sein, dass die eine Beziehung hat, weißt du was? Das hat sie damals so angedeutet, dass das nicht so sei. Dass das nicht so sei. Ja. Ja, aber du hast, wir sagen es nochmal klar, du hast dich eigentlich in die Frau verliebt hinter der Domina. Ne? Hinter der Domina. Natürlich stehe ich auch auf diesem Fetisch, da habe ich kein Problem mit. Was natürlich für dich eine optimale Verbindung wäre. Das wäre schon schön. Ne? Das heißt, du könntest deine Sexualität, so wie du sie magst, ausleben. Und würdest dich jetzt gleichzeitig eine Liebesbeziehung. Ja, klingt gut, aber wenn die jetzt nicht reagiert, das ist, ist kein gutes Zeichen. Denn du hast es ihr nur unmissverständlich gesagt, was dein Interesse ist. Ja, da ich in sie verliebt bin, habe ich nicht so geschrieben. Also nein, aber sie wird das ja schon kapiert haben, dass ein Interesse hast. Na gut, also ich finde, man sollte es immer 2-3 Mal versuchen, bevor man aufgibt. Ja, also ich sehe sie am Samstag auf dieser Party wieder. Ja. Da findet schon wieder diese Verlosung teil. Ja, ja. vielleicht gewinnst du ja nochmal. Ja, also ich versuche daran zu arbeiten. Ich glaube, an Fokus und sowas, ja, also wenn ich etwas wirklich will und so, aber das würde jetzt zu weit führen, ja. Ja, das führt jetzt zu weit. Ja. Du gehst auf jeden Fall dahin. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und das heißt... Sie hat mir das sogar, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, sie hat mir sogar noch gesagt, nachdem sie den Brief bekommen hatte, also bevor sie ihn gelesen hat, da findet diese Party statt, das wusste ich gar nicht, normalerweise findet die 2. und 4. Samstag im Monat statt, aber jetzt ist ja Weihnachten und dann hat sie mir gesagt, da, ob ich da nicht auch hinkomme und so, ja. Aha, das hat sie gesagt, nachdem sie den Brief gelesen hatte. Nicht gelesen, davor. Ach so. Also, Ach so, habe ich das nicht richtig verstanden. Ja. Egal, wie auch immer. Geh hin, sprich nochmal mit der Frau. Ja. Versuch vielleicht noch ein bisschen dich anzunähern. Was willst du sonst machen? Ja. Ich meine, du kannst es ja auch gerade rausfragen, wie sie das überhaupt sieht. Mhm. Kann sie sich in jemanden verlieben, der vielleicht auch, Kunde, du bist ja eigentlich kein Kunde, aber der vielleicht auch so gestrickt ist wie du, weiß man ja gar nicht, was mit der Frau los ist. Da würde ich dann schon eher so ein offenes Gespräch suchen. Auf jeden Fall jetzt erst nochmal mit ihr sprechen und rangehen. Da werde ich natürlich die Chance nutzen, klar. Und du wirst es auch merken, wenn du sie jetzt wieder triffst, wie sie reagiert, ob sie sehr freundlich ist oder ob sie eher ein bisschen distanziert ist und so. Mhm. Also klingt doch alles noch nicht so ganz aussichtslos, finde ich. Ja, aber es ist halt immer wieder so, ne, dass ich halt Menschen anspreche oder in diesem Fall halt Frauen. Ja. Manche finden mich halt sympathisch, aber ist für die Liebe reicht halt noch nicht. Ja, ist ja also auch schwierig. Aber gib mal in diesem Fall noch nicht auf. Da kann man ja vielleicht auch noch durchaus hoffen. Ja. Ist die dir denn auch so freundlich entgegengetreten? Hatte ich so das Gefühl, ja. Also wir haben uns verabschiedet nicht mit einer Hand oder so, sondern mit Küsschen links, rechts. Gut, das muss nichts heißen. Das mache ich auch mit anderen Freundinnen oder Frauen so, ne? Also, aber da war schon sehr viel Sympathie, also. Also ich würde jetzt erstmal sagen, ich drücke dir die Daumen für die nächste SM-Party. Ja. Und dann gucken wir mal weiter. Und da musst du ein bisschen mehr rangehen. Sag's ja ruhig. Ja. Oh, ganz schwer. toll, Martin. Alles Liebe. Ja. Wünsche dir noch eine schöne gute Nacht und viel Erfolg in deiner Sendung. Ich danke dir vielmals, Martin. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema: Ich trage ein Geheimnis in mir. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, die ihr eigentlich noch niemandem erzählt habt.
Dinge, die ihr lange schon vielleicht in euch tragt und hin und her überlegt, ob ihr es mal thematisieren sollt. Vielleicht liegen die Dinge in ferner Vergangenheit von euch. Ich trage ein Geheimnis in mir. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr euch heute schon anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht. Offene Themennacht 0800 220 50 50. Und Marion. Und Marion ist, wo ist sie? Hier. 55. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Marion. Dein Thema. Ja, ich habe vor 2 Wochen erfahren, dass meine Tochter sich zu Frauen hingezogen fühlt. Mhm. Und dass sie seit 2 Monaten eine Beziehung führt, dieser Frau. Wie alt ist deine Tochter? 26. 26. Wie hast du das erfahren, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt? Ja, sie hatte mir schon immer von diesem Mädchen erzählt. Ja. Und dann rief sie mich letzte Woche an. Und dann sagte sie, ja, dieses Mädchen, das wäre jetzt ihre Freundin. Ja. Da sag ich, okay, wie meinst du das? Ja, sie wäre mit ihr zusammen. Ja. Ja, und dann habe ich erstmal gar nichts gesagt. Und dann sagt sie, ja, was sagst du denn dazu? Ja. Ich habe gesagt, ja, das ist dein Leben, dann musst du mit klarkommen. Mhm. Ja, bist du denn gar nicht geschockt, hat sie gesagt. Ja, ich sage, was heißt geschockt? Ja. Ich weiß erstmal gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hattest du denn in diese Richtung schon irgendwie mal irgendwas vermutet? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hatte sie früher Männerbeziehungen? Ja, sicher. Sie hat einen Sohn mit 5 Jahren. Ach so. Also kam das für dich wie aus heiterem Himmel, das Ganze? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sie hat zwar eine gute Freundin, die ist lesbisch. Mhm. Also sie hat schon immer irgendwie so Bekanntschaften, so Lesben und so weiter. Aber mhm. Ich hätte nie vermutet, dass meine Tochter jetzt... Jetzt hast du gerade mir erzählt, du hast ihr gesagt, ja, ist ja dein Leben. Ja. Aber ich glaube, so locker siehst du es nicht, ne? Sonst würdest du mich nicht anrufen. Und ich mag das auch im Ton, wie du das erzählst, dass dir das auch zu schaffen macht, oder? Ja, mir macht das zu schaffen und ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Mann beibringen soll. Ach, der weiß es noch nicht. Nee, das ist nicht seine Tochter, das ist seine Stieftochter. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Hast du mit deiner Tochter darüber auch gesprochen, wie es deinem Mann beizubringen ist? Sie sagte mir, sie hat mich jetzt nur gefragt, hast du es schon deinem Mann erzählt? Ja. Und da habe ich nur gesagt, ich habe bis jetzt noch nicht gesagt. Was haben die beiden denn für ein Verhältnis zueinander? Naja, es ist nicht so besonders. Ja. Ist sie bei dem Stiefvater aufgewachsen? Ja, er kennt sie jetzt seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren? Mhm. Ja. Ja, ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Mhm. Aber jetzt lass uns noch mal erst über dich reden, Marion. Ja. Mal abgesehen von deinem Mann. Jetzt hast du den ersten Schock überwunden. Was denkst du jetzt so ganz für dich in dir persönlich darüber? Ja, ich komme nicht klar damit. Du kommst auch nicht klar damit? Nee, ich komme nicht klar damit. Warum nicht? Ja, erstens mal habe ich mir natürlich was anderes für meine Tochter gewünscht. Irgendwie einen netten Mann und da sie das Kind hat. Hm. Fast einen Vater dazu, ja. Aber dass jetzt auf einmal da eine Frau ist, das ist nicht so einfach für mich. Ja. Sie lebte schon länger getrennt von dem Vater des Kindes? Ja, sie war nie zusammen mit ihm. Der hat das erst erfahren, als er in England war, dass er Vater geworden ist. Ach so, also war es gar keine feste Beziehung oder sowas. Mhm. Nee. Weißt du, Marion, ich finde immer der entscheidende Satz, ist doch, wenn man Eltern ist, wenn man Mutter ist oder Vater ist, dann will man doch das Glück des Kindes. Ja. So, und ein 26-jähriges Mädchen ist kein Mädchen mehr, sondern eine 26-jährige Frau. Und wenn die sagt, ich werde auf diese Art und Weise glücklich, dann ist doch die ganze Sache eigentlich schon erledigt vom Thema her. Denn das ist die Entscheidung, die sie gefällt hat, zu der sie nicht gezwungen wurde. Sondern sie hat gesagt, das ist mein Weg. So werde ich glücklich. Und das muss man doch eigentlich dann als Elternteil akzeptieren, auch wenn es nicht den eigenen Moralvorstellungen entspricht oder so den eigenen Wertvorstellungen. Was meinst du? Ja, sicher. Du willst doch nicht, dass dein Kind unglücklich ist. Nein, auf keinen Fall. So. Und dein Kind wäre wahrscheinlich unglücklich, wenn sie, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt völlig lesbisch geworden ist oder bisexuell. Ja, ich nehme eher an bi. Ist auch wurscht. Ja. Im Moment ist sie verliebt in diese andere junge Frau. Ja. So, und das ist eine tolle Sache, die ist verliebt, die ist verknallt. Ja.
Was willst du mehr? Deine Tochter ist verliebt. Das ist das schönste Gefühl, was wir haben können. Mhm. Eigentlich muss man sie beglückwünschen dafür. Mhm. Auch wenn da immer noch manch eine die Nase rümpft. Aber Gott sei Dank leben wir mittlerweile in Zeiten, wo das alles doch sehr sich normalisiert hat. Ja, ein wichtiges Problem ist also die Familie meines Mannes, das ist schon mal, ich glaube, die das erfahren, vor allen Dingen meine Schwiegermutter, die ist also in der Beziehung, die ist 84 und ich glaube, die käme auch nicht klar mit. Pass mal auf, Marion, was deine Aufgabe ist? Ja. Deine Aufgabe ist, dich vor deine Tochter zu stellen. Ja, auf jeden Fall, das will ich immer tun. Und du sagst das deinem Mann, pass mal auf, so und so, sie hat mich angerufen, das und das ist passiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie der reagiert, ob der aggressiv reagiert oder geschockt, ob er Theater macht oder was auch immer. Ja, er wird sogar lachen. Ja, dann soll er lachen, wenn er dabei Spaß hat. Mhm. Aber du sollst vor deiner Tochter stehen und dich zu ihr bekennen und sagen, das ist mein Mädchen. Mhm. Und ich will, dass es meinem Mädchen gut geht. Und das ist eine Entscheidung, die respektiere ich von meinem Mädchen. Mhm. Da musst du eine Kämpferin sein. Da darfst du nicht einknicken, was irgendwelche anderen Leute vielleicht sagen. Das ist scheißegal, was die anderen sagen. Mhm. Nur deine Tochter zählt. Und das wird deine Tochter dir hoch anrechnen, sage ich dir. Mhm. Wenn die merkt, meine Mama steht auf meiner Seite, auch wenn die es schwer hat, dann wird deine Tochter dir das hoch anrechnen, da bin ich sicher. Mhm. Lebst du auf dem Land oder in der Stadt? Auf dem Land. Auf dem Land. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man in Köln oder Berlin oder Hamburg wohnt. Da ist das alles ja schon ein bisschen normal. Ja. Aber guck mal, wir haben mittlerweile so viele prominente Menschen, auch in der Politik, der regierende Bürgermeister von Berlin ist ein bekennender homosexueller Mann. Ja. Es gibt überall in allen Bereichen mittlerweile Menschen, die sagen, ich bin so ein, der Wowa hat gesagt, ich bin schwul und das ist gut so, hat er gesagt. Also Marion, ich finde, red doch mal einfach noch ein bisschen mit deiner Tochter, wenn vielleicht hast du auch noch Fragen oder... Ich finde immer ganz gut, wenn dann die Eltern dann auch an die Kinder herantreten, auch mit ihrem Unbehagen und einfach ein bisschen reden. Und das nicht einfach alles nur so schlucken, sondern einfach ein bisschen sprechen. Das tut ja auch gut und man kriegt einfach dann auch Informationen mit, wie das Leben so aussieht, wenn man mit einer Frau zusammen ist, wie sie sich das vorstellt und so weiter. Ja, aber wie willst du es denn ihrem Kind erklären? Das frage ich mich. Das Kind ist jetzt 5 Jahre, sagst du? Ja. Ja. Och, weißt du, irgendwann kriegen Kinder mit, da gibt's halt keinen Papa, keinen Freund, sondern da gibt's eine andere Mama noch. Und das ist auch ganz. Was meinst du, wie viel schwule Lebensgemeinschaften es gibt, wo Kinder aufwachsen? Und dann ist das halt so. Ja, er kennt das ja von seiner Patentante, die ist ja lesbisch. So, da haben wir's doch. Das finde ich auch alles nicht. Wenn man das den Kindern sehr früh erklärt, ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Und selbst wenn es Probleme immer wieder gibt, muss man sich im Problem stellen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, sich zu verleugnen und ein falsches Leben zu führen. Das will ja keiner. Ja. Also, sage schnell deinem Mann, damit du das auch von der Seele hast, weil das ist ja auch für dich bedrückend, wenn du das immer mit dir rumträgst. Ja. Und leg dir gleich ein paar passende Sätze zurecht, je nachdem, wie er reagiert, dass du da auch wie eine Eins vor deiner Tochter stehst. Ja. Ja? Alles Gute, Marion, und schönen Gruß an deine Tochter. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jutta ist hier. Jutta ist 58. Hallo, Jutta. Hallo, Domian. Guten Morgen. Deswegen rufst du an, Jutta. Guten Morgen. Ich habe in den letzten 4 Monaten 2 Menschen verloren. Einmal meinen Vater und vor 3 Wochen meinen Mann. Vor 3 Wochen deinen Mann? Ich habe meinen Vater gerade unter der Erde und ein bisschen Ruhe eingekehrt und vor 3 Wochen meinen Mann. Und meinen Mann habe ich im Bett selbst gefunden. Mein Mann war, also muss ich sagen, Dialysepatient. Mhm. Musste immer, also er hat 3-mal die Woche Dialyse bekommen und hat sich immer früh den Wecker gestellt. Mhm. Und den Morgen klingelt der Wecker und ich sag mal, Digga, dein Wecker klingelt, mach ihn aus. Mhm. Ich sag, der Wecker klingelt, keine Antwort. Und dann bin ich hoch, bin an sein Bett gegangen und wollte ihn wach machen. Der Arm, also er lag mit dem Kopf noch zur Seite und ich nahm den Arm und der war kalt, der fiel gleich runter. Ja, er ist in der Nacht verstorben. Er ist in der Nacht verstorben. Habt ihr zusammen in einem Ehebett geschlafen? Nein, wir hatten 2 getrennte Betten, weil er sehr, sehr geschnarcht hat und auch durch Tabletten mit Dialyse und also sehr geschwitzt hat immer. Und aber in einem Zimmer habt ihr schon geschlafen? Ja. Das heißt, er ist irgendwann während der Nacht verstorben? Während der Nacht verstorben. Du hast es nicht mitbekommen. Ich gar nichts mitbekommen. Ja. Er hat auch nicht mehr reagiert, gar nichts. Der hat es ja am nächsten Tag kam. Er hat dann noch, muss ich sagen, bis nächsten Tag nachmittags um 2:30 noch in der Wohnung hier gelegen.
bis der Arzt erst kam. So lange? So lange, bis ja. Nachmittags um halb drei? Bis nachmittags um halb drei ist er erst abgeholt worden. Wer war dann bei dir während dieser Zeit? Ach, da sind meine ganzen, ich habe 7 erwachsene Kinder, die sind alle gekommen, die waren alle um mich rum, waren alle hier. Also Gott sei ich Dank. War nicht alleine. Ja. Aber in dem Moment, als du ihn gefunden hast und du bemerkt hast, er ist kalt, ja. Er fühlt sich kalt an, das stelle ich mir als einen der grauenhaftesten Momente vor, die man überhaupt erleben kann. Grausam. Und ich sehe das immer vor mir. Und wenn ich hier an dem Zimmer vorbeigehe, ich sehe das Bild immer genau vor mir, wie er da liegt und wie ich die Hand runterfällt. Nun wohnt meine eine Tochter gleich gegenüber von mir. Ich bin raus, ich sage nein, ich habe bei meiner Tochter geklopft. Ja. Und ich sage, komm mal schnell, ich sage, Papa, nein, sagt, ich habe doch gestern Abend mit ihm gesprochen, das kann nicht angehen. Mhm. Wir haben einen Hund, er war mit dem Hund draußen, sagte nein, er hat noch gesagt, ich arbeite auf der Tankstelle, fahr mal zu Jutta hin, die ist gar nicht ganz alleine, er machte sich noch Sorgen, wenn ich abends alleine auf der Tankstelle war, ne? Ja, ja, ja. Und das kann nicht angehen, er war viel quietschvergnügt. Weiß man denn letztendlich, an was er verstorben ist? Am Herzschlag. Ja. Mhm. Er hat nur sehr viele Medikamente genommen, obwohl der Arzt sagt, seine Werte haben sich alle sehr gebessert, er war auf dem Wege der Besserung und trotzdem da hat das Herz dann irgendwann versagt. Mhm. Also 55, ne? Ja. Du sagst, er war Patient, Dialysepatient. Ja. Das ist ja schon eine sehr schwere Sache und sehr belastende Sache auch. Über wie viele Jahre? Ist 5 Jahre. 5 Jahre. Fünf Jahre. Aber das war nie irgendwie ein Thema. Wie alt ist er geworden? 55. Das war kein Thema, dass ihr darüber gesprochen habt. Er hat manches Mal, hat er noch gesagt, also Dialyse selbst, er war immer sehr geschafft, aber dann hat er sich an sich immer ziemlich schnell erholt und also es hat ihm nicht weiter große Probleme gemacht. Das war immer natürlich nur, wenn er kam, dann musste er sich jetzt ein bisschen hinlegen, ein bisschen erholen, aber nachher ging es ihm dann soweit wieder gut. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich habe innerhalb kürzester Zeit 2 Menschen verloren. Ja. Vor 3 Wochen meinen Mann und davor deinen Vater. Im Juli, am 23. Juli mein Vater. Ja. Ist er auch sehr plötzlich verstorben? Der ist sehr plötzlich verstorben. Der war kerngesund und sollte an sich immer zu unter, was heißt kerngesund? Er hatte mit den Bronchien schon ungefähr 2 Jahre und sollte zur Untersuchung ins Krankenhaus. Und dann im Krankenhaus waren wir auch da und musste dann warten, weil es Notfälle dazwischen kamen, musste sehr lange warten, da kamen wir dann rein. Und da wurde dann gesagt, Sie wissen, dass Sie Lungenkrebs haben. Da war nie die Rede von gewesen, das wussten wir alle gar nicht. Ja. Das kam ganz überraschend. Und wo er das gehört hat, das war für ihn das Todesurteil. Ja. Von da an also hat er abgebaut. Ja. Er kam dienstags aus dem Krankenhaus raus und freitags ist er verstorben. Ach. Und 4 Kinder waren alle um ihn rum. Also so, wir waren alle so schnell, innerhalb von ein paar Tagen? Innerhalb von ein paar Tagen. Dienstags rausgekommen, er freute sich nach Hause und sagt, na, vielleicht wird es ja besser wieder mit mir, dann geht es wieder bergauf. Und die Ärzte sagen ja manchmal viel, aber wir haben gemerkt, dass ihn das doch sehr zu schaffen gemacht hat, dass er gehört hat, dass er Lungenkrebs hat. Du meinst also, wenn man ihm das vielleicht nicht gesagt hätte, hätte er noch eine Weile leben können? Haben wir alle gesagt, er hätte noch weiter gelebt damit. So hat ihn das aber so einen Schock, so einen psychischen... Also er hat dann auch mal, war zu Hause und auch dann mein Bruder kam und sagte zu meinem Bruder, ich muss sterben. Der Arzt hat auch gesagt, ich muss sterben. Und sein Hausarzt hat ihm das auch mal selber ins Gesicht gesagt, wie er zu Hause war. Ne? Also er hat zu ihm dann gesagt, wissen Sie, Sie müssen sterben. Ich kann nur noch das Beste tun, was wir machen können, mehr kann ich für Sie nicht mehr tun. Und dann war es also innerhalb, wie gesagt, Dienstags kam raus und Freitags kam der Arzt nochmal und da sagte er schon, wir hörten, er atmete schwer und wir merken das selber. Ne? So schlimm und so traurig das ist, was du erzählst, kann man aber in dem Fall noch sagen, dass es dann auch für ihn noch gut war, dass es so relativ schnell ging und er nicht über Wochen und Monate vielleicht noch hat leiden müssen. Ja, das haben wir uns dann nachher auch gesagt, er war so stabil, er hat selber alles, er ging selber einkaufen, er hat alles alleine gemacht, also er war topfit so, ne? Jetzt hast du 2 Sterbefälle hinter dir. Ja. Das muss dir doch auch ungeheuer an die Substanz gehen. Sehr, sehr. Ja. Und die sollen sagen, mal, du bist stark, ich bin nicht stark. So wie keiner mehr bei mir ist. Ich breche zusammen. Also ich sitze, mir laufen die Tränen. Ich habe es manchmal, wenn ich zur Arbeit fahre, auf dem Weg im Auto. Ich kann nicht anders, mir laufen die Tränen. Ja. Dann sehe ich so manches vor mir. Da laufen mir einfach die Tränen, denke ich, ich spinne, es kann doch nicht angehen. Ich muss ich rechts ranfahren und kann nicht mehr, weil die Tränen laufen einfach. Du bist doch berufstätig, was machst du für einen Beruf? Tankstelle arbeite ich. An der Tankstelle? Ja. Ich stelle mir auch vor, dass besonders, an Tage bist du vielleicht abgelenkt durch die Arbeit, durch die Leute, aber jetzt in der tiefen Nacht, wo man alleine ist, dass dann alles auf einen einbricht und man irgendwie nicht mehr weiß,
Das Schlimme ist auch, ich sehe das Bild hier auch noch, wie sie ihn abgeholt haben. Sie haben ihn im Sarg gelegt und ich war in der Stube und wollte irgendwie in der Küche was tun und da haben sie ihn gerade reingelegt und da ging der Kopf so zu uns hin. Und da habe ich gesagt, als wenn er nochmal guckte und das Bild, das lässt mich überhaupt nicht mehr los. Das glaube ich. Das wird man auch nie vergessen, wahrscheinlich. Niemals. Und die Kinder haben schon gleich das Zimmer gemacht. Sie haben alles rausgeschmissen, alles raus, was da drin war, und haben es vollkommen renoviert, neu gestrichen, alles gemacht. Und trotzdem, wenn ich dabei gehe, mir krampft das Herz zusammen. Ja. Bist du froh darüber, dass das Zimmer so grundrenoviert worden ist? Ja, da bin ich froh. Das glaube ich auch, ja. Ja, ich bin vorher reingegangen und habe immer noch mal Fenster und so aufgemacht. Aber der Geruch, der hing da drin, also von meinem Mann, der ging nicht raus. Obwohl wir alle schon die Betten, wir haben alles, es blieb da drin und da hat mein Sohn gesagt, ich muss das malen. Also ich werde verrückt. Ich habe nur den Geruch und lief, konnte es nicht mehr. Aber ist das ein großes Glück, was du erzählst, dass du so viele Kinder um dich herum hast? Ja. So viele Angehörige. Wenn man, es gibt ja immer, ich höre ja auch immer wieder Fälle, wo Leute dann ganz allein stehen, nachdem sowas passiert ist. Ja. Das gibt ja deinen Mann nicht wieder und deinen Vater nicht wieder, aber es hilft dir ja schon, etwas mit der Situation zu leben, sage ich mal so. Ich habe auch Enkelkinder und die wobei man natürlich die Trauer letztendlich trägt man immer allein. Immer, in sich. Immer, so sieht das aus. Immer. Auch auf der Arbeit, dann darf ich sie mal ansprechen. Ich sag mal, bitte nicht. Jeder möchte mich ansprechen. Die kennen mich alle sehr gut. Ich bin schon ein paar Jahre da und mein Beileid, und wie war das? Ich sage, ich möchte bitte darüber nicht sprechen. Ich kann es nicht. Weil ich den Moment, ich verliere die Fassung. Was wünschst du dir denn, wie die Leute dir begegnen sollten? Einfach kurz, und also wenn sie sagen, okay, mein Beileid ist. Und dann ist es auch, soll es auch sein, aber viele wollen fragen, wie und was ist denn passiert und und also da möchte ich überhaupt nicht drüber sprechen. Ja, ja. Und das verstehen sie manchmal, dann gucken sie mich an und schütteln den Kopf. Ja, man will es vielleicht auch nicht dann zum 10. Mal nochmal erzählen und vielleicht auch nicht Leuten erzählen, denen man das gar nicht erzählen will eigentlich. Richtig, richtig. Die man gar nicht so gut kennt, die eben praktisch wissen wollen, was los gewesen ist. Wie kriegst du denn so die Nächte rum? Es ist sehr spät, wir haben gleich 2 Uhr, du bist noch auf. Ja, ich bin meist immer auf. Also, ob ich Frühstück habe oder Spätschicht habe, das ist egal. Wenn ich Frühstück habe, ist es permanent schlimm, dann bin ich fast die ganze Nacht wach und gehe morgens praktisch zur Arbeit, ohne geschlafen zu haben. Dann war ich aber schon beim Arzt und der hat mir schon was zum Schlafen gegeben. Also jetzt, wenn das gar nicht geht, dann versuche ich es mit einer halben Schlaftablette. Und ja, also ich habe das ja gerade schon mal gesagt. Es gibt mittlerweile so sehr gute Medikamente, mit denen die Psychiater arbeiten. Ja. Ich finde das komplett okay, wenn man in solchen dramatischen, traumatischen Situationen auf so etwas zurückgreift. Ja. Um einfach, man muss sich ja, man geht ja selbst vor die Hunde sonst, wenn man nicht schlafen kann. Wenn man einfach, wenn man ein Medikament hat, was einen so ein klein wenig ruhig stellt. Ja. Finde ich, wenn du da einen guten Arzt hast, der dir ein gutes Medikament verabreicht. Ja, hat er. Aber ich versuche das immer ohne auszukommen. Ja, vielleicht will man dann auch immer noch stärker sein, als es Not tut. Also, ja, aber ich schaffe das manchmal gar nicht. Es ist dann ja auch eine Wohltat, da mal zu schlafen, wenn es dann mit einem Medikament dann klappt. Das stimmt, wenn man ein paar Stunden mal gar weg war und gar nichts war, das ist dann doch eine Erleichterung. Du hast ein aktives Umfeld um dich herum, habe ich gerade gehört. Ja, ja. Dennoch ist es ja manchmal auch sehr hilfreich für Menschen, die, auch wenn sie ein aktives Umfeld um sich herum haben, vielleicht auch andere, vielleicht in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Wäre das was für dich? Das wäre interessant. Das wäre für dich interessant, wo du mit Menschen sprichst, die genau dasselbe erlebt haben. Ja. Wo man einen Erfahrungsaustausch macht und... Ja, wenn du da offen bist, dann würden wir gerne mal gucken, ob wir dir irgendwas vermitteln können in deiner Umgebung. Das wäre super, Wohnst du in einer Stadt, näher einer Stadt? In Hamburg. Ach, in Hamburg, ja. Da wird es bestimmt möglich sein. Ja. Jutta, dann machen wir das mal so. Du legst auf, meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir dir etwas helfen können. Ich bin sicher, dass wir irgendwas finden. Oh, das wäre super. Das müssen wir mal richtig mal. Ich fresse alles in mich hinein und... Ja. Die Kinder auch mal, sie gucken mich an, sie brauchen nicht viel sagen, aber sie wissen genau, wie es in mir aussieht. Manchmal, ich gehe nicht, ich habe das Gefühl, also ich schwanke durch die Gegend. Also das wäre für dich wirklich eine interessante oder gute Vorstellung, zu Leuten zu gehen, die genau dasselbe gerade erleben. Ja. Wo ist der Unterschied da zu deinen Kindern? Man macht den Kindern immer nicht, ich weiß, meine Kinder leiden selber sehr. Der eine, also der ist auch sehr fix am Boden und ich weiß, ich reiß ihn dann mit runter noch. Er sieht mich dann weinen Genau, das ist das Argument. Wenn man dann Angst hat, man belastet die andere noch, indem man seine Trauer rauslässt. Richtig. Wenn man aber mit anderen zusammen ist, wo das gegenseitig erwartet wird und es Fremde sind, ist das völlig in Ordnung, das zu machen. Das finde ich auch.
Jutta, wie vereinbart? Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Das ist nett. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Noch danke. Tschüss, Domian. Tschüss. Und weiter geht es mit der Pia. Und Pia ist 25 Jahre. Hallo, Pia. Hallo, Domian. Guten Morgen. Morgen. Ich habe ein großes Problem. Ich habe einen Ehemann, der wundervoll ist. Der was? Und Einen wundervollen Mann. Ja, der wundervoll ist, ja. Ja, das ist der Beste, den man sich vorstellen kann. Ich habe ein wundervolles Kind, aber seit einem Jahr habe ich eine Affäre mit seinem Chef. Ach du lieber Gott, mit dem Chef auch noch? Ja, also aber das ist so ein Nebenjob und ja, und ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Wie alt ist denn euer Kind? Es ist jetzt 5 Monate alt. 5 Monate erst alt? Und die Affäre dauert? Ungefähr ein Jahr. Ein Jahr, das heißt, du hattest die Affäre schon, als das Kind gezeugt wurde. Ja. Bist du denn sicher, dass das Kind von... Ja, definitiv. Definitiv? Definitiv. Wir hatten einmal Sex und der war grottenschlecht. Aha. Aber ich komme von diesem Menschen nicht los. Wie, du hast eine Affäre mit einem Mann über ein Jahr und hattest nur einmal Sex mit dem? Und du kommst von dem nicht los? Was hält dich denn an dem Mann? Ja, das weiß ich auch nicht so richtig. Das ist vielleicht dieses Ungewisse, was passieren wird. Dieses Aufregende, ich kann es nicht sagen, Domian, ich habe echt keinen Plan. Wieso war der Sex grottenschlecht mit dem? Ja, weil er keine Fantasie hat, einfach nur, weiß ich nicht, also ich hatte schon so oft Sex und was weiß ich, aber das war, ich glaube, mit der schlechteste Sex, den ich hatte. Der hat irgendwie 4 Stunden lang gedauert und ich habe mir gedacht, oh. Wann ist er denn endlich fertig? Achso. Hat er das denn mit Gummis gemacht? Ja, klar. Das ja. Ja, natürlich. Normalerweise ist ja gerade die Erotik die Hauptanziehung bei einer Affäre. Ja, eigentlich schon. Aber das fällt ja bei euch dann flach. Das heißt, du berührst diesen Mann auch gar nicht gerne? Doch, das schon. Ich küsse ihn wahnsinnig gerne. Ich bin wahnsinnig gerne in seiner Gegenwart. Ja. Ich telefoniere unheimlich gerne mit ihm. Und aber forciert der denn nicht den Sex? Ich meine, jeder Mann ist ja dann auch scharf drauf, da mit der Frau mal ins Bett zu gehen, wenn er schon eine Affäre... Ja gut, das ist bei uns beiden nicht möglich, da er selber in einer Beziehung lebt. Und wir halt so nicht die Möglichkeiten haben, uns sehr oft... Verstehe, aber könnte man ja so hindrehen, wenn man das wollte. Es gibt ja die deutschen Sachen, wo man sich treffen kann. Ja, das ist richtig, aber er arbeitet bis spät in die Nacht und deswegen ist das ein bisschen sehr ungünstig. Dein Mann hat von dieser Sache überhaupt keinen Plan, keine Ahnung, nein. Nichts. Nein, gar nichts. Gar nicht. Niemand also ich denke, das weiß er nicht, dass da, also... Er ist zwar sehr intelligent in dem Punkt, aber nee, das traut er mir nicht zu. Ja, so, jetzt nochmal die nochmalige und bohrende Frage. Was hält dich an diesem Mann? Versuch es mir zu erklären. Ja. Das Ungewisse, sagst du, das, was vielleicht da passieren könnte, erklär mir das mal ein bisschen näher. Das ist so, wenn ich ihn sehe oder alleine nur, wenn ich an ihn denke, das ist dann so ein ganz komisches Gefühl bei mir. Ich kann dann an nichts anderes mehr denken als an ihn, egal was passiert um mich herum. Was verbindest du denn mit diesem Gefühl? Aufregung. Ja, und was macht diese Aufregung aus? Dass ich dann ganz hippelig werde, dass ich meine Sachen nicht mehr so machen kann, wie ich es eigentlich normal tun würde. Weswegen bist du aufgeregt? Vielleicht, weil ich denke, dass das noch nicht alles sein kann. Das, was wir einmal gehabt haben, das kann noch nicht alles gewesen sein. Das ist irgendwie... Möchtest du das denn? Wünschst du dir das denn, dass da noch irgendwie ein Zauberballon aufgeht und dann noch was Neues entsteht? Vielleicht, aber andererseits, was ich total paradox an mir finde, ich würde niemals meinen Ehemann verlassen für diese Person, niemals im Leben. Ich möchte niemals mit ihm zusammen sein. Andererseits suche ich förmlich seinen. Das ist zwar sehr schwierig, aber ich suche sie ganz krampfhaft. Und auch wenn er jetzt, auch mein Mann ist jetzt auch gerade, kommt jetzt auch nachher langsam von der Arbeit nach Hause, hat halt auch da gearbeitet. Wir haben auch die ganze Zeit miteinander geschrieben, also Chef und ich. Und Der Chef und du habt euch geschrieben, geschattet oder was? Nein, mit SMS. Mit SMS. Und jetzt kommt er gleich wieder nach Hause. Erzähl.
Über was, wenn ich unterfragen, wenn ich unterbrechen darf, über was unterhaltet ihr euch denn per SMS zum Beispiel? Oder auch real? Ja, was wir jetzt machen könnten oder auch nicht und... Was ihr jetzt machen könntet im sexuellen Bereich? Ja, im sexuellen Sinne. Also es läuft alles nur über die Gedanken ab. Also die Sexualität ist schon ein Thema, obwohl ihr die Sexualität... ein großes Thema. Ein großes Thema. Ja. Also ist diese Aufregung bei dir auch darin zu finden, dass da im Sexuellen zu finden? Ja. Obwohl das bisher nicht doll war, was da passiert ist, aber du bist aufgeregt, weil es irgendwie um was Sexuelles geht. Ja. Kann man das so sagen? Ich frage dich das nicht. Ich glaube es. Ich steige da schon seit einem Jahr nicht hinter. Also. Wie ist denn die Sexualität zwischen dir und deinem Mann? Zauberhaft. Wundervoll. Zauberhaft. Gibt es irgendetwas, mal abgesehen, wir legen mal deinen Mann zur Seite, gibt es im Bereich der Sexualität etwas, was du wahnsinnig gerne mal machen würdest? Nein. Nein. Also ich lebe meine ganzen Fantasien, kann ich bei meinem Mann wundervoll ausleben. Es ist wundervoll. Bloß ich glaube, das Problem bin ich. Ich bin das Problem, weil egal, mein Mann macht, also ich sag's dir, das ist wirklich der traumhafteste Mensch auf der ganzen Welt. Er tut alles. Er steht früh morgens auf, kümmert sich um den Lütten, er lässt mich liegen, lässt mich schlafen. Und du findest ihn auch sexuell attraktiv? Ja, der ist wundervoll. Er ist ein Traum von einem Mann. Und du findest es auch, um es ganz klar zu fragen, du findest ihn auch geil? Ja. Ich freue mich auch richtig auf ihn. Ich kann es auch eigentlich nicht mehr erwarten, dass er nachher nach Hause kommt. Aber warum hast du dann warum redest du denn über Sexuelles mit einem fremden Mann? Mit dem du einmal Sex hattest, der Bach runtergegangen ist, wo nichts Tolles war. Und du redest, und ihr redet fast nur ein Jahr über Sexualität. Das ist doch wirklich äußerst merkwürdig. Ja, das ist auch merkwürdig und ich steige da auch nicht mehr durch. Ich weiß es wirklich. Und ich frage jetzt nochmal, es gibt keine geheimen, ich brauche es gar nicht fragen, aber ich frage es dann doch nochmal. Es gibt keine geheimen Sehnsüchte, dass du gerne mit ihm eine Beziehung hättest. Nein, gar nicht. Mit dem Chef. Gar nicht. Ja. Der hat so viele einige negative Eigenschaften, mit denen ich nicht leben könnte. Wenn die nicht wären, wäre das vielleicht ein bisschen was anderes. Ja, also sag mal, eine negative Eigenschaft von dem? Er trinkt. Ja. Und er würde niemals die Wahrheit über seine wahren Gefühle sagen. Gibt es, ich komme jetzt doch nochmal auf die Ehe zurück. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Gibt es irgendetwas, was du bemängelst in deiner Beziehung? Mein Mann ist zu lieb. Zu lieb? Ja. Aha. Er ist einfach zu wundervoll. Moment. Zu wundervoll und zu lieb. Zu lieb ist man besser ausgedrückt. Wenn jemand zu lieb ist, ist jemand bisweilen auch zu langweilig? Nee, mag vielleicht auch sein. Wenn man jemanden vollkommen überblicken kann, wenn man auch das Gefühl hat, um den muss ich gar nicht mehr kämpfen, ich muss mich gar nicht mehr bemühen, genau. den habe ich in der Tasche, ist das oftmals ein Killer für eine Beziehung. Ja, das ist richtig. Und mit dem Chef, da musst du baggern und kämpfen, da ist alles geheimnisvoll, da weiß man nicht, wo es hingeht, das ist spannend. Die Spannung ist in der liebevollen Beziehung ja eigentlich weg bei euch beiden. Ja, ist sie auch. Das ist es. Auf den Punkt bin ich auch gar nicht gekommen. Das ist es. Er ist zu lieb. Er ist zu lieb, ja. Er ist ein toller Typ. Er ist wundervoll. Ich habe ihn da schon so oft... Und umso größer ist wahrscheinlich dein schlechtes Gewissen, ihm das zu tun, was du tust, weil er so ein lieber Kerl ist. Ja. Und ich würde ihm das am liebsten jeden Tag sagen. Ich würde ihm am liebsten sagen, Schatz, du, ich habe großen Mist gebaut. Ich komme aber davon nicht weg. Dir ist diese Ehe wichtig? Ja. Frage ich. Ja? Ja, hundertprozentig. Dir ist der Mann wichtig und dir ist natürlich dein Kind wichtig. Ja, hundertprozentig. So. Ja. Ich finde, da muss man jetzt einen Weg suchen, dass das wieder auf eine richtig ordentliche Bahn kommt. Ja. Und wenn du sagst, der ist mir zu lieb, mein Mann, finde ich, sollte man das verdammt ernst nehmen. Gerade wenn du jetzt in einer relativ jungen Beziehung, das Kind ist gerade 5 Monate alt, so ganz lange seid ihr auch nicht zusammen. Na gut, schon. Aber wenn du das jetzt schon, wahrscheinlich empfindest du ja schon sehr lange und das hat sich aufgestaut und dadurch ist es erst dazu gekommen, dass du mit dem Chef da die Beziehung hast. Ja. Sowas kann sich natürlich ausarten, dass irgendwann die ganze Beziehung an diesem Gefühl, der ist zu lieb, kaputt geht. Ich würde an deiner Stelle so schnell wie möglich eine Eheberatung
mit deinem Mann aufsuchen. Ich würde, um für mich auch ein reines Gewissen zu haben, eine Entscheidung fällen. Ich würde die Entscheidung fällen, okay, ich entscheide mich jetzt für meine Ehe, für meinen Mann, für mein Kind. Und dafür werfe ich was in die Waagschale. Ich gebe das sofort auf mit dem Chef und werde mich morgen ransetzen und mir die Fingerwunden telefonieren, um einen Termin bei einer Eheberatung zu kriegen. So, und dann geht ihr beiden dahin und dann wird ja erstmal Tacheles gesprochen. Wie weit das Tacheles sprechen geht, muss man dann noch überlegen, ob du deinem Mann das erzählst mit dieser Affäre. Finde ich, muss man sehr genau überlegen. Weil du kannst natürlich ja sehr viel kaputt machen. Ja, natürlich. Was du ihm auf jeden Fall radikal sagen musst, ist all das, was unter dem Bereich fällt, er ist zu lieb. Und da, wenn man sich intensiv mit euch beiden beschäftigt, wird da wahrscheinlich eine ganze Menge rumkommen. Und das müsst ihr machen, das musst du machen. Ja. Sonst geht dir dein Mann irgendwann auf den Zeiger. So ist es. So traurig das auch ist, aber so wird's kommen. Ja. Das sind ja gute Aussichten. Ja, aber vielleicht ist es wirklich noch früh genug, Pia. Vielleicht ist es wirklich früh genug, dass du noch die Notbremse ziehen kannst. Und wenn das alles jetzt so weiter, es läuft ja schon viel zu lange. Es läuft ja schon viel zu lange. Es ist ja, aber wenn du es noch weiter laufen lassen würdest, staut sich immer mehr an und irgendwann platzt das alles und eskaliert das alles. Ja, natürlich. Wie ist denn dein Mann so gestrickt? Würde der sowas machen? Ging der mit zu so einer Beratung? Er würde alles für mich tun. Ja, wenn du sagst, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie nicht so richtig in Ordnung, ich fühle mich irgendwie unwohl, lass uns da hingehen, ging er mit. Dann würde er das machen. So. Das heißt, wir werden jetzt für dich was raussuchen. Du musst dann selbst auch noch ein bisschen natürlich aktiv sein und das so schnell wie möglich in die Wege leiten. Und also ich würde an der Stelle so schnell auch wie möglich einen Strich unter diese Geschichte machen mit deinem Chef. Sage ich dir so, was du jetzt draus machst, musst du selbst sehen. Ja, ja, mir ist meine Ehe viel, viel wichtiger und mein Sohn... Ja, stell dir mal vor, das ginge wegen so einer Geschichte alles kaputt. Wie schlimm... Das wäre die Hölle auf Erden. Ja, wenn du dann hinterher dastehst und dir vielleicht Vorwürfe machen würdest, hätte ich doch damals das und das gemacht und hätte ich das nicht gemacht und so weiter. Ja. So, liebe Pia, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich vielleicht nochmal an. Das heißt, meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Vielen Dank. Alles Gute. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Gunnel Blendin. Wir haben morgen ein Thema. Das Thema heißt, ich trage ein Geheimnis in mir. Etwas, was niemand sonst auf der Welt weiß, was euch vielleicht zu schaffen macht, was aber vielleicht ein schönes Geheimnis ist und ihr irgendwie morgen Lust habt, mit mir darüber zu sprechen. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Also ab 0 Uhr könnt ihr hier bei uns schon anrufen unter 0800 220 50 50 oder ihr meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Und noch ein Hinweis auf Samstag, unseren Promi-Talk. Mein prominenter Gast am Samstag ist der Schauspieler, der Jungschauspieler, der Jungstar Robert Stadelober. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss. Bis morgen.